Das hier, das ist Werdersee und ich werde heute auf einer Müllhalde übernachten. Auf der Müllhalde des Werdersees. Darauf werde ich heute schlafen. Guck mal, hier vorne liegt das erste Müll. Das ist meine Route. Das sieht nach einem geeigneten Wegweiser aus. Ich habe hier noch einen Wegweiser gefunden. Und hier habe ich noch einen Wegweiser gefunden. Und hier vorne habe ich noch einen Wegweiser gefunden. Ja, hier vorne ist noch ein Wegweiser und der zeigt in genau diese Richtung. Das heißt, da vorne ist dieser Eingang von dieser Müllhalde von Werdersee. Also der Eingang zu dieser Halbinsel. Ich werde da jetzt reingehen. Ja, das wird sehr spannend sein. Prüfen, wie viel da rumliegt. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Hier, ich habe schon was gefunden. Genauso wie hier vorne auch. Oh Scheiße, ich war gerade da drin gewesen und der Platz ist besetzt. Das heißt, ich werde heute nicht dort schlafen, sondern ich werde nach einer anderen Location Ausschau halten. Genau. So, ich verschwinde langsam von dem Werdersee und ich laufe nach Richtung da ganz hinten entlang. Genau. Da hinten wird mein Schlafplatz für heute werden. Ich laufe den Weserradweg runter. Also da, wo die ganzen Fahrradfahrer rumfahren. Das ist voll geil. Das ist richtig geil. Das hier, das sieht nach einer gechillten Location aus. Ich glaube, hier werde ich meinen Schlafplatz aufbauen. Und ich glaube nicht, dass das hier ein Schutzgebiet ist, weil bei der Sommerzeit liegen hier ganz viele Menschen rum und die schwimmen hier und baden und grillen und sowas. Genau. Das ist ein öffentlicher Platz. So, ich habe gerade einen Platz gefunden. Und zwar genau dieser hier. Dieser hier, der ist frei. Da drüben, da ist noch ein Platz, aber der ist besetzt, da ist ein Angler. Und genau, ich werde genau hier pennen. Das ist mein Schlafplatz für heute. Das ist ein gechillter Schlafplatz mit Ausblick zum Wasser. Also das, was Flüssigkeiten hat. Ich zeige euch meinen heutigen Schlafsetup. Einmal zwei Mülltüten, die benutze ich als Unterlegplane. Das sind Schwerlastmülltüten. Meine Isomatte zum Drauflegen. Dann, falls es regnen sollte, wobei die Wahrscheinlichkeit heute bei 25% liegt, habe ich hier gelbe Säcke dabei, weil die sind nicht billig, sondern kostenlos. Und ich werde heute meine erste Nacht in diesem Schlafsack hier verbringen. Das ist mein neuer Sommerschlafsack. Richtig ultra-light Sommerschlafsack. Der ist nur 620 Gramm leicht. Ich werde euch den Schlafsack einmal genauer vorstellen. Das ist mein neuer ultra-light Sommerschlafsack und der ist wie gesagt nur 620 Gramm leicht. Und hat komprimiert ein erstaunlich kleines Packmaß. Nur mal so zum Vergleich. Eine gewöhnliche 1 Liter Milchpackung direkt neben dem Schlafsack. Oder mein alter günstiger Sommerschlafsack verglichen mit dem neuen. Guckt euch mal diesen Unterschied hier vorne an. Der hier ist auf jeden Fall viel schwerer und hat ein viel größeres Packmaß. Das ist ein Riesenunterschied. Aber so richtig. Obwohl die Temperaturwerte bei beiden Schlafsäcken sehr ähnlich sind. Das liegt daran, dass der günstige mit Kunststofffaser befüllt ist und der hier, also der neue, mit Entendown. Zudem hat der neue Schlafsack eine besondere Beschichtung, die Regentropfen und Wind abprallen lassen. Ich finde, dieser Schlafsack ist hervorragend für leichte Rucksacktouren geeignet. Beispielsweise, wenn man mit kostenlosem Handgepäck ins Ausland fliegen möchte, um dort ein geiles minimalistisches Abenteuer zu erleben. Aber mit 17 Grad Komforttemperatur nur für die Sommerzeit und für wärmere Klimabedingungen geeignet. Ich habe euch diesen Schlafsack unten in der Beschreibung verlinkt. Auf der Amazon Produktseite sind verschiedene Farben und Varianten verfügbar. Also schaut auf der Produktseite vorbei. Ich habe gerade meinen Schlafplatz aufgebaut und ich bin sehr gespannt drauf, wie es ist, in diesem Schlafsack zu liegen. Dieser Schlafsack sollte Komforttemperaturbereich bei 17 Grad liegen. Und hier steht drauf, Tiefstemperatur 14 Grad heute Nacht. Genau. Ich werde sehr gespannt sein, wie es ist, da drin zu schlafen. Aber ich denke, das müsste gehen. Das wird richtig geil sein, glaube ich. Ich bin sehr richtig gespannt drauf und langsam bald Dunkle kommt. Als ich vorhin bei dieser Müllhalde war, da war das ja besetzt gewesen, da war jemand. Und der sah auf jeden Fall sehr heruntergekommen und drogenabhängig aus. Also mit einem richtig dünnen, gebogenen, ungesunden Körper. Und der hat da in seinen Tüten rumgekramt und ich gehe sehr davon aus, dass der bestimmt obdachlos ist, der sich dort einquartiert hat. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen alles Gute der Welt, viel Gesundheit und dass der es irgendwann da raus schafft. Auf jeden Fall, als ich zu einem anderen Zeitpunkt dort war, da war niemand dort, aber irgendwie war das voll vermüllt gewesen, das war voll scheiße. Und genau deswegen wollte ich dort eigentlich heute schlafen, damit ich was im Titel drin stehen habe. Und wisst ihr, warum in den letzten zwei Wochen kein neues Video mehr auf diesen Kanal hier kam? Weil ich mich in der letzten Zeit viel stärker auf den Aufbau von TikTok, Instagram, Facebook und meinem YouTube-Zweitkanal fokussiert habe. Und somit erstmal nicht draußen war und genau, ich hatte nichts im Schnitt
Zeit gehabt. Und deswegen bin ich jetzt heute hier draußen. Aber folgt unbedingt auch meine ganzen anderen Social Media Kanäle. Ich habe euch alle unten in der Beschreibung verlinkt. Da kommt fast täglich Content. Ihr sollt es folgen, weil ich will das so. Das verpflichte ich euch. So, es ist mittlerweile Mitternacht und ich glaube, ich werde mich so langsam schlafen legen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Nacht hier wird. Ich habe nur einen leichten Pulli an. Ein Billigpullover. Und mir ist nicht kalt. Das fühlt sich schon mal gut an mit dem Schlafsack. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Die Sonne strahlt gegen meinen Kopf. Und ich habe heute sehr gut geschlafen. Das hat wunderbar geklappt mit diesem Schlafsack. Also ich habe nur in meinem leichten Billigpullover geschlafen. Der kaum Wärme abhält, genau. Und das hat wunderbar geklappt. Ich habe nicht gefroren, kein Stück. Das war empfehlenswert, das war richtig geil. Und ich finde das so richtig geil, dass die Sonne auf meinen Kopf scheint. Also jetzt scheint er auf meinen Kopf drauf. Genau hier drauf. Das hier, das soll unbedingt Sonnenbrand bekommen. Und ich muss mehr T3-Schepperung verspüren, unbedingt. Das wird richtig geil sein. Der Sommer muss kommen. Und guck mal, da wo ich geschlafen habe, da werde ich die ganze Zeit von diesen Schiffen hier vorne belästigt. Weil das hier, das ist so ein richtiger Vollfettschiff. Vollfettschiff, Vollfettschiff, Schiff mit Fett dran, Vollfettschiff. Guck mal, ich werde hier schon wieder von so einem Schiff hier belästigt, von so einem weiteren Schiff. Der macht diese Wassergeräusche, wenn er hier rumfährt. Der hat mich auch belästigt. Also jetzt gerade hat er mich belästigt. Und da drüben, hier vorne, fährt auch so ein Schiff, der mich gerade belästigt. Der macht auch diese Geräusche, diese Schiffswassergeräusche, also von dem Motor und sowas. Und da vorne fährt noch so ein Schiff, der mich hier belästigt. Mit den Schiffsgeräuschen. Das heißt, es wird langsam Zeit, hier zu verschwinden. Weil nicht, dass ich wegen den ganzen Belästigungen einen Nervenzusammenbruch und mit Herzstillstand erleide. So, die Sachen sind gepackt. Vollständig. Jetzt laufe ich hier aus diesem Brennnesselbusch hier raus. Also dieser Weg mit den ganzen vielen Brennnessel. Ich habe mich gerade schon genesselt, das war voll geil gewesen. Und genau, ich laufe jetzt nach Richtung zurück. Das ist voll scheiße, dass hier die ganze Zeit so windig ist. Ich kann kaum Aufnahmen machen, weil dieser ganze Wind durch die Mikrofon durchpeitscht. Das ist voll scheiße. Jetzt ist nur ganz kurz windstill, aber gleich kommt wieder Scheißwind. Der wird schon wieder nerven und Scheißgeräusche verursachen. Das ist voll scheiße. Das mag ich nicht. Der Wind muss weg. Ich laufe schon wieder an diesem Werdersee vorbei, also da, wo ich schon mal meinen Kopf reingetunkt habe. Ich habe da schon mehrfach meinen Kopf reingetunkt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal am Fluss gepennt habt und von Schiffen belästigt wurdet und ihr deswegen auch abhauen musstet, genau. Guck mal, an dieser Stelle, hier an diesen Pfosten und an diesen Pfosten, genau. Das ist eine legendäre Stelle und da habe ich mit Quallenkopf-Outfit das hier gemacht. Immer noch ein Quallenkopf, ein Oktopusgesicht. Das ist voll cool, ich mag das. Das könnt ihr mir nachmachen. Und ach so, ich muss noch ein paar Bierpowers nachholen. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein Bierchen kaufen gehen. Ich habe gerade bei E-Center ein Bierchen gekauft. Geprost! Ich grüße Reality Urbex. Ich grüße dich, Janaya. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen. Bierpower 1, Bierpower 2. Und ich grüße dich, Ramses der Dicke. Auf dich werde ich jetzt auch zwei Stück machen. Bierpower 1, Bierpower 2. Vielen Dank für den Support. Ich werde erstmal einen Döner kaufen gehen. Und weil. Die Bahn, die belästigt mich schon wieder. Die macht diese Geräusche. In diesem Video waren ich und Herrn Goldmann in Sizilien unterwegs gewesen. 6 Tage ganz minimalistisch nur in Schlafsack und Müllsäcken. Wir haben teilweise auf dem Vulkangebiet geschlafen. Also schaut euch das unbedingt auch an.